Ah, Stärke. Grüezi Leute! Willkommen zurück zu einem neuen Part von Castlevania Area of Sorrows. So Leute, ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Ich bin nicht alleine heute. Jawohl, ich habe einen mir lieben Gast eingeladen. Und der heißt... Rogan. Jawohl. Ja. Ja, Rogan, erzähl doch ein bisschen was über dich. Naja, also wenn du das schon so forcierst, ich bin auch Let's Player. Ja, mein Kanal ist halt T. Rogan und ich bin hier als Gastkommentator eingeladen worden. Genau. Und wenn der liebe Muni schon darum bittet, dann sage ich doch natürlich ja. Ich meine, warum genau nicht? Ja, das Spiel super ist. Genau, so, im letzten Part, Leute, haben wir uns einige Seelen geholt und werden uns jetzt weitergehen, neue Orte zu erkundigen, wo wir noch nicht waren. Und das ist wo? Irgendwo in der Mitte des Raumes, wo wir noch nicht waren. Den Turm haben wir zum Glück endlich abgehakt. Da gibt es keine Secrets mehr. Diesen Raum hasse ich ja wie die Pest. Mit diesen ekelhaften Medusa-Köpfen. Ach ja. So, wo ist denn Teleporter überhaupt? Ich verlaufe mich hier immer in diesen Dingern. Sein muss der Abfluss gehen zum Uhrenturm. Ah, der Manticore, die ich hier gesessen habe und die Seele gefarmt habe. Das war super. Oh, das stimmt, ja. Die hole ich mir... Wo bin ich denn jetzt? Ah, da. Die hole ich mir meistens mich auch erst, wenn ich den Seelenring habe. Weil die ist... Ey! Zappalot, so lebt er gar nicht. Einfach überleben, ist ja unglaublich. Das ist wirklich, und das mit dem Claim Solar ist so... Ah, okay. Oh nein, jetzt nehmen wir uns ja dem Turm. Da will ich eigentlich nicht hin. Nee, ach, da gibt's doch bestimmt irgendwo irgendwas Schönes. Ah, doch, wir können einfach geradeaus gehen, das ist okay. Falls wir da jetzt hinkommen. Ich glaube, da geradeaus jetzt war ich noch nicht, aber ich glaube, da können wir erst nur von der anderen Seite. Aber wir gucken mal. Das ist das mit der Eisenkugel, wenn du in dem großen Turm bist, kurz vor der... Ah, ja, genau, das geht nämlich nur... Ja, genau, das geht nur von der anderen Seite, hast du recht, ja. Oder müsste ich über den ganzen Turm... Nee, geht. Ich hasse... Du kannst auch nach unten steigen, vor den Uhrenturm und zum Teleporter gehen. Verlierst vielleicht ein bisschen Leben, aber... Ja, das stimmt, das können wir machen. Ziemlich weit unten, aber... Ja. Ja, wir haben ja die Fledermaus, zur Not können wir ein bisschen fliegen. Ja, die benutze ich eigentlich auch. Sollte genau. Ich ja. Hast du eigentlich schon die Pistole geholt? Ja, die habe ich schon verkauft. Ja, ich benutze sie einfach nur als Spaß-Item. Mach mal immer so viel. Ach so, ja. Und Abfaller. Ja, die sind so widerlich. Ja, wo sind wir? Schlimmsten sind sie ja bei den Gladiatoren. Ja, das stimmt. So oft perfekt in meinem Leben. Böse Viecher. Ja, das stimmt. So, können wir hier runter? Wir müssen sogar hier runter. Ja, das Gula, da hast du ja wahrscheinlich schon. Genau. Ja. Ich glaube, ich habe schon alle wichtigen Seelen. Ich habe mir auch schon die Hochsprungseele, ja? Die Hochsprungseele? Nee, die habe ich noch nicht geholt. Die ist, glaube ich, auch erst kurz vor Dracula, oder? Ich glaube, ja. Ah. Oh Gott. Ich hasse die Valkyren. Also eigentlich die Irinien, die Weiterentwicklung. Diese roten Viecher. Oh! So. Stein. So, ja, übelst. So. Ja. Na, jetzt kann ich auch gleich weiter runtergehen und dann da so hoch. Das ist jetzt Jacke wie Hose. Die Bombenrüstung habe ich mir auch schon geholt. Was ist eigentlich die Fähigkeit von der? Die hatte ich, glaube ich, noch nie. Von der Bombenrüstung? Mhm. Die schlägt halt eine Bombe. Pass auf. Ist megamäßig stark, aber wie gesagt, die dauert halt. Ich benutze am liebsten immer die. Bam. Oh, was ist das denn? Von wem ist die Seele? Die ist von Beefrom. Das ist so ein komischer kleiner Totengräber unten im verbotenen Bereich, ob der... Ist das diese kleine Fliegen, das fliegende Scheißwerk? Nee, das ist... Nee, das ist so ein kleiner... Oh! So ein kleiner grün... Pass auf, ich kann dir das mal zeigen. Ja, das ist nicht der einfach... Achso, du hast ja das Monster-Tagebuch, ne? Genau. Gucken wir schon mal. Ja, und zwar da. Da ist das. Ah, der! Ja, richtig! Mhm. An den erinnere ich mich auch. Den fand ich immer ätzend, weil er immer so spät gestorben ist und man trotzdem noch Schaden machen konnte. Das stimmt, ja. Geht zu viel. So, geht alle weg von mir. Zombies hatten Heiligenschwäche, ne? Ja, genau. Aber die haben eh, glaube ich, nur 10 HP oder so. Ja, ich glaube, mit der Anfangswaffe brauchst du ja 2 Schläge. Ich glaube, die haben so... Ja, genau. Ja.
Aber ich habe echt halbwegs früh gemerkt, man hier mit dem Baselrad, die können ja so einen Dolch droppen, der nicht viel zu stark ist für den Anfang. Das stimmt, ja, den habe ich schon ein paar Mal gekriegt. Und ich habe so. Hier geht's hoch. Ah! Oh, ja, die meinst du, ne? Diese sind ja die Rinden. Genau, die sind wirklich eklig. So. Ah! Ach, der letzte Wächter, der ist super. Oh, ja, aber an dem muss der frei. Also eigentlich kannst du durch den durchschummeln. Ich habe zum Beispiel hier die Manticore-Seele, damit kann man ja durch jeden Gegner durchfahren. Ach so. Ja, die habe ich in dem Part nicht gekriegt. Ich mache das meistens so. Oh, shit. Naja, so. So. Oh, du drehst dich um, du Penner. Jaha, der ist hier. Ja, im Dawn of Sorrow dreht er sich nämlich nicht um. Oh, oh. Da kannst du den einfach überfliegen und dann von hinten So. Du Schurke. Boah, echt, geh bloß weg von mir. Ich glaube, der hat 1200 Leben oder so, also kannst ein bisschen rumtun. Ja, oh, na toll. Boah. Du hast doch bestimmt schon die Hexenschülerinnen-Seele, oder? Ich glaube. Die finde ich voll super, die benutze ich gegen so viele Gegner. Einfach nur, weil ich so eine Katze auf den Gegner werfe. Ach so, die? Hier können wir natürlich mal die Bombenrüstung einsetzen. Ja, die gepimpte Granate. Ja, genau, so und zack. Boah, das wird ja lustig. Kannst du den eigentlich auch einen Killer-Umhang töten? Den lustigen letzten Wächter? Das können wir eigentlich mal probieren. Weil dann kann man den ja richtig leicht abfarmen, das so gesehen. Das können wir mal probieren, das ist eine gute Idee. Wo bist du denn? Den hatte ich auch noch nie. Wen? Den Sumpfmann. Naja, der ist eigentlich voll von Arsch. Ja, genau. Sehr gut. Was wollten wir jetzt? Den. Killer-Mann. Killer. Da ist er. Gucken wir doch mal. Oh, das geht so nicht so wirklich gut. Na, hat's nicht geklappt? Hat nicht. Naja. Na? Ja, oh. Pariert. Nee, nicht wirklich. Also, ich glaube, der hat zu viele MP noch dafür. Shit. Oh. Naja, ich meine jetzt hier zum Beispiel bei den roten Minotauren, das habe ich da oben, habe ich ja eben gerade noch offscreen erzählt. Genau, ja. Ja, die habe ich mir immer mit dem Killer-Umhang abgefahren. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ich habe den eigentlich immer wirklich nur den Killer-Umhang für diesen Eisengolem benutzt. Es gibt scheinbar relativ viele Gegner, die, Probleme mit einem haben, wenn man MP und AP austauscht. Was ist das? Dummes. Boah, ich hasse die. Oh ja. So, zack. Okay, wo sind wir überhaupt? Wir sind da. Na, dann gehen wir doch mal hier weiter.